Schön auch euch zu sehen. Herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn auf dem PC. Das verhängnisvolle Erbe war die letzte Episode, eine Sidequest hier in Meridian Dorf. Tja, und jetzt geht's weiter. Ich sehe gerade. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Schauen wir zur nächsten Sidequest. Es ist einfach so schön. Was haben wir denn hier? Metallankauf. Gute Preise. Faire Preise. Cool mit dem Halt in einem Raum. Hier gibt's die besten Preise für Maschinenteile unterm Tafelberg. Keine Abgaben an den Sonnenhof, nicht wie die Gierschlunde dort droben. Sie interessiert sich doch nicht für Steuern. Ich weiß, was sie nicht interessiert. Wie gesagt, das beste Angebot für Schnappmaullinsen. Das kann ich beschwören. Bei der Sonne, spuck dir nicht in die Hände. Jägerin, ich entschuldige mich für meinen Partner. Stillen Partner. Stiller Partner? Wenn die Sonne doch nur meine Gebete erhörte. Vergiss die Schnappmaullinsenjägerin. Die will niemand haben. Eine Langbeinlinse würde sich dagegen wirklich lohnen. Also was? Niemand will Schnappmaullinsen. Die sind gut und hart. Man kann sie überall reinhämmern. Wofür hältst du das? Für einen von diesen schäbigen Handelsposten? Dies hier ist Meridian. Wir haben Kultur. Ich habe Kultur. Gerade neulich sah ich mir die Jagdprüfungen an. Oh, große Sonne, schenk mir die Kraft des Mittags. Du hast einen Sonnenstich, wenn du glaubst, dass wir hier Langbeinlinsen loswerden können. Hallo? Ich habe es dir schon so oft gesagt, wie der Turm hoch ist. Handwerk, Kunstfertigkeit, dafür stehen wir. Handwerk gewinnt keine Kriege und vertreibt keine Maschinen. Man braucht gute, altmodische, einfach... Oh ja, einfach gearbeitete Kraft. Wenn du was Glitzerndes siehst, wirfst du es weg. Hätten Karja diesen Aufzug gebaut, wäre es nur ein schöner Schacht geworden. Die langen Jahre des Stöberns und keinen Humor gefunden. Genug! Tja... Ein deutliches Volk, diese Nora. Warum überhaupt zusammenarbeiten, wenn man sich nie einig ist? Ah, es ist eine symbolische Geste. Keine Abgaben an den Sonnenhof, wie ich schon zu Beginn sagte, Ranin. Sagt mir einfach, was ihr wollt. Eine Langbeinlinse. Eine Schnappmaullinse. Gut. Ihr seid wohl beschäftigt. Warte, du hast sie verjagt. Schnappmaullinse, was sagst du? Ich hab sie verjagt? Na klar, hör zu, Jägerin. Langbeinlinse. Jäger, Wühler, bringt uns euer... Ja. Dann werden wir mal von beiden eine Linse. Liefere die Maschinenteile ab. Angebot und Nachfrage. Ich glaube, wir haben beide schon. Kann das sein? Metallsteuer. Wir beides haben, ist natürlich nice. Wühler? Ich habe euch beide Teile besorgt. Also, was sagt ihr? Ich kann wohl nicht nur die eine kaufen? Es wäre die falsche. Also gib der Jägerin die Scherben für beide. Natürlich. Bitte sehr. Wenn das der Preis ist, den ich zahlen muss. Der Preis, den du zahlen musst? Die Schnappmaullinse macht vielleicht gerade so den Verlust wieder wett. Ich mache keinen Verlust, Kohlenbrenner. Dir fehlt die Fantasie, um für Langbeinlinsen angemessen zu zahlen. Ich habe Fantasie. Wenn du mit diesem Schrott herumklapperst, denke ich an deinen Schädel. Ich habe dir von Anfang an gesagt, dass wir keinen Schrotthandel betreiben. Dass wir Klasse haben. Und ich sagte, ein Metallhändler macht sich auch mal die Hände schmutz. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber schauen wir uns mal die Kisten noch an, die wir da jetzt... Oh, mehr Kisten in diesem Feld. Eigentlich ja, es sind immer so typische Lohn, Metallscherben, Waffenspulen, Outfitgewebe, Lanzenhornlinse, interessant, dass wir da so viele Lanzenhornlinsen haben. Können wir eigentlich beim Herstellen, können wir jetzt mal schauen wegen den modifizierten Waffen, ich sehe da nämlich bei diesem Karcher-Bogen, da haben wir Feuer, das ist gut, aber der Schaden, der ist mir eigentlich komplett egal. Zumindest nicht in diesem Level, dann immer ein bisschen weniger Schaden. So. Feuer kann es ruhig sein. Warte mal, was haben wir? 40 Feuer, okay, passt. Aber hier haben wir nur zwei schlechtere
Schock, ja, das ist auch zu blöd, muss ich sagen. Naja, hilft wohl nichts. 41% Schaden, da sind wir schon richtig gut unterwegs. 42% Abriss. Ziemlich gut unterwegs, würde ich behaupten. Abriss, Handhabung, Schaden. Ist die Handhabung, wie schnell man ist? Ich weiß es bis jetzt noch nicht, leider. Gut, Tragekapazität wird nichts gehen. Na, geht nichts. Das passt. Dass du mich mit Maschinenöl beschmiert hast. Wer trägt denn auch auf dem Metallmarkt Seidenschürzen? Schauen wir uns gleich mal an, was als nächstes geht. Da spielt jemand Counter-Strike Global Offensive. Ja, hier. Hier gibt es die nächste Quest. Wir starten direkt durch. Das war nur jetzt zum Aufwärmen für die Episode. Meine Aufgabe ist es, Wache zu halten. Da vorne. Ich mische mich. Sind wir hier oder ist das woanders? Ich beim Sonnenreich so meine Zweifel. Ich überlege gerade, wie komme ich dorthin? Ah, rundherum wahrscheinlich. Aber links herum. Richtig? Bitte? Ja? Nein? Weiß nicht. Angst? Sehr viel Angst. Irgendwie bin ich jetzt wieder weiter weg als vorher. Aber hier geht's doch rein. Aber nicht dorthin, wo ich gern würde oder gern rein würde. Ist schade. Denn das? Ich komme nicht an dieses Quest ran. Diese Quest, wie auch immer. Oder muss ich da... Ah, muss ich da rauf? Kann das sein? Rauf und dann rein? Kann das sein? Kann das sein, rauf und dann rein? Aber irgendwie komme ich da nicht rauf. Das ist problematisch. Okay, markieren wir uns die Quest. Vielleicht hilft das. Gibt's doch nicht, dass wir da nicht reinkommen. Müssen wir höher gelegene Areale aufsuchen, glaube ich. Ich glaube, ich weiß wie. Von hier aus dürfte es gehen. So, zurück und dann rein. Ja. Ja, ja, ja. Da waren wir noch nicht drin bis jetzt, oder? Oh, das ist neu. Leute, das ist neu. Ja, unbedingt mal schauen. So, wer bist du? Du bist Nora. Ich bin der traurige Naman. Es tut mir leid, dass wir uns so treffen. Wie denn? In Trauer. Du trägst sie mit dir, wie einen Talisman. Warte, vergib mir. Du willst keine Wiedergutmachung? Für ein Opfer im Sonnenring? Nein. Ich weiß von den Raubzügen, doch die Kaja schulden mir nichts. Ich verstehe. Tja. Ich könnte die Hilfe einer willensstarken Fremden brauchen. Und dann würde ich dir einiges schulden. Diese Leute wollen Verstorbene ehren. Gefallen. Auf ihre Art. Nicht mit Hilfe von Kaja-Riten und Kaja-Steinen. Doch es gibt Hindernisse. Und während Meridian gespannt den Atem anhält, fesseln mich meine Gewänder. Was für Hindernisse? Der erste Pilger ist ein Osseram, der den Königsschrein an der Straße zur Stadt besuchen will. Er wartet jetzt dort, weil ein alter Sonnenpriester keine Heiden dort hineinlässt. Diese Utaru verlor ihre Gefährtin beim Juwel, an einem Teich voller Schnappmäuler. Ein Schrein sollte dort die Maschinen vertreiben. Leider ist er nicht besonders effektiv. Und der Banuk will den Sonnensteig bemalen. Ein Ruf zu den Maschinengeistern, glaube ich. Man muss sie nicht rufen. Der Glanz des Turms zieht Grauhabichte an. Also zwei Schreine von Maschinen befreien und einen von einem Priester? Ich möchte nur etwas Barmherzigkeit und dass sie Gehör finden. Naman, Rituale und Gebete bringen niemanden zurück. Nein,
aber sie helfen Trauernden, sich zu finden. Sie können Kraft geben, Hoffnung, wie die Sonne. Ich dachte nicht, dass ihr Priester Fremde um Hilfe bittet. Versenge die Sonne nur unseren Stolz. Bis dies nicht getan ist, bin ich kein Priester mehr. Ich habe mir die rote Robe lang ersehnt. Ein Wunschtraum. Doch das Gewand macht uns blind. Wir flüstern Versöhnung und vergessen dabei, dass die Priester des alten Königs die Morde segneten. Die Morde? Die roten Raubzüge? Ja. Und die Opferungen, die noch folgten. Warum ließen die Priester das Blutvergießen denn zu? Manchmal ist uns Kaja die Tradition wichtiger als das, was richtig ist. Oh. Das haben die Kaja und Nora wohl gemeinsam. Du bist enttäuscht von den Sonnenpriestern. Wolltest aber einer werden? Ich habe immer zum Tempel aufgesehen. Die Stimme meines Bruders schallt noch in ihm. Selbst er drang nicht zu mir durch, wie er es auch versuchte. Am Ende. Er sagte, als man uns schätzte, färbte Zinnober unsere Roben. Jetzt sind sie vom Blut gefärbt. Wie das? Die Roben werden weitergereicht. Die meisten alten Priester flohen vor dem Glanz einer neuen Sonne. Und so tragen wir ihre Sünden. Und ich trage schwer an ihnen. Wo ist dein Bruder jetzt? Er wartet am Vater Sonne auf mich, hoffe ich. Er sprach sich gegen die Opferungen aus. Als Priester, der den Sonnenkönig anzweifelt, wurde er hart bestraft. Du hast auch jemanden verloren. Mein Beileid. Nein, nicht verloren. Als ich die Robe anzog, fand ich sein Vermächtnis. Ich möchte den Trauernden gerne helfen. Ihre Erinnerung zu ehren, ehrt uns alle. Okay. Ehre den Gefallenen. Nebenquest. Sonnenpriester Naman möchte eine neue Ära der Versöhnung zwischen den Stämmen einleiten und dazu drei Pilgern helfen. Jeder von ihnen möchte ein Opfer der roten Raubzüge betrauern, doch dabei gibt es Hindernisse. Oh Gott. Ist das so eine Escort-Quest? Oh mein Gott, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Bitte nicht. Okay, schauen wir uns das mal auf der Karte an. Wie weit sind die Dinge weg? Gar nicht so schlimm weit, ehrlich gesagt. Schauen wir uns das an. Wir haben ja Schnellreisemöglichkeiten. Okay, hier haben wir mal die erste Schnellreisemöglichkeit. Das passt. Mit dem goldenen Schnellreisepaket. Kein Ding, da kann ich 10.000 Mal schnell reisen und ich brauche kein fettes Fleisch mehr. Spart man sich das Jagen. Oh mein Gott, man spart sich das Jagen. Ich habe schon viermal gesehen. So, gib mir Bescheid, wo sind wir? 103 Meter da vorne. Meridian Dorf. Wörter. Fantastisch. Nein, ich bin nicht betrunken. Noch nicht. Was hat das Spiel eigentlich für eine Altersfreigabe? Das muss der Königsschrein sein, von dem Maman gesprochen hat. Ich habe noch keine Folge bis jetzt hochgeladen, deshalb. Da kommst du nicht rein. Der vertrocknete Robenträger sorgt dafür. Ich bin sehr überzeugend. Aber was will ein Osaram überhaupt in einem Kaja-Schrein? Er erinnert mich an jemand. Einen Verstorbenen. Aber was weiß ein Mädchen wie du schon von Verlust? Einiges. Mein Geliebter. Er baute Denkmäler für ihren König. Und dann gab er ihnen auch noch eine Vorstellung in ihrem Sonnenring. Die Kaja haben mir seine Knochen gegeben, aber was soll ich damit? Sie bauen nicht mehr. Sie lachen nicht mehr mit mir. Und die Statue des Sonnenkönigs macht das? Ich will seine Arbeit nochmal sehen. Die Spuren seiner Hände. Am Stein und am Metall. Das ist seine Seele. Doch dieser verdorrte alte Priester lässt mich nicht rein.
Ich tue, was ich kann. Okay, das ging ja auch ohne diese ewig lange Geschichte und vor allem ewig lang. Und ich meine mit lang, lang. Kurz hätte auch gereicht und vor allem schneller. Naja. Kehre um, Kind. Der beständige Yahamin will in seiner Zuflucht allein sein. Wenn du allein sein willst, geh woanders hin. Manche wollen hier beten. Entweihen, meinst du? Nur eine weitere Beschmutzung des einstmals Reinen. Fürwahr, unser Stamm verlor das Licht. Unser König ist falsch, der Tempel korrupt und die Soldaten schwach. Die Sonne hastet durch den Tag aus Scham. Die Kaja wurden also unrein? Was meinst du denn damit? Ist Meridian nicht für seine Erbauer bestimmt, die es groß machten? Es war rein, bevor fremde Siedler es übernahmen. War Meridian also rein, als die Fremden in Käfigen starben oder in der Arena? Die Sonne ist rein, Kind. Es kommt uns nicht zu, den göttlichen Willen zu hinterfragen. Wir führen ihn nur aus. Ich dachte, Avards Krönung war der Wille der Sonne. Er hat seinen Vater entehrt. Entehrte uns alle. Einen Sonnenkönig töten. Wie viel Schatten, wie viel Dämmerung er über uns brachte. Und wie viele hätte der Sonnenkönig noch getötet, wenn Avard nicht gewesen wäre? Die Sonne rief nach Blut. Und wir hatten ihr zu gehorchen. Du nennst den Tempel korrupt. Aber gehörst du nicht dazu? Sie nennen sich Sonnenpriester, aber sie sind zu weich. Alles nur Kinder und Speichellecker. Und wer sein ganzes Leben lang im Dienst der Sonne stand, wird beschämt und ignoriert. Das ist es also? Schmollen? Ein Wutanfall? Du weißt nichts von unseren Bräuchen und wagst es, mich zu beleidigen. Warum hältst du die Armee für schwach? Weil sie keinen Krieg gegen alle führt? Ein Karja-Thron, der sich auf dreckige Söldner verlässt, das ist grotesk. Die sogenannte Befreiung war eine Säuberung. Unsere besten Krieger wurden aus der Stadt verbannt, nach Sonnenfall oder in den verbotenen Westen. Der Stamm ist zerrissen. Die einst im Licht wandelten, sind jetzt im Schatten. Doch alle außer dir sind froh, dass sie weg sind. Ich will nicht mehr streiten. Bleib oder geh, aber verwehre niemandem mehr den Zutritt. Ich bin hier durch den Willen der Sonne. Du glaubst nicht an den Thron, die Priester, die Armee oder die Stadt. Dann hast du hier wohl keine Autorität. Ich habe die Autorität der Sonne. Dann muss sie dir helfen. Niemand sonst wird's tun. Ihr werdet bezahlen. Bestimmt nicht bei dir. Auf aber, ja. So schnell geht das. Na, ich hoffe, der hat jetzt Freude mit seiner Kirche da. Dafür werde ich bezahlen, ja, natürlich. Gut bezahlte Arbeit, anständiger Schnaps, Qualm und Schweiß. Er leistete die beste Arbeit seines Lebens. Und sieh es dir an. Sie verschandelten es. Sie hassen, wofür er stand. Sie verschandelten das, wofür Sklaven lebten und starben. Sklaven, an die niemand mehr denkt. Kurzsichtige Bastarde allesamt. Wenn ihre Sonne von der Brücke springt, springen sie hinterher. Ach. Vielen Dank. Du hast meinen Wunsch erfüllt. Ich hoffe, du findest Frieden. Ach, ich wüsste nicht, was ich damit soll. Ebenso wenig wie die Karja. Ebenso wenig wie die Kaja. Dann gehen wir mal zum nächsten, zum Sonnensteig. Aber der ist ja, die sind ja jetzt alle ein Stückchen weit weg, so wie ich das sehe. Uiuiuiui. Fangen wir hier an. Komm. Oh. So. Falsche Taste. Irgendwo sind ja auch Maschinen, die hier nicht sein sollten, gell? Soweit ich das richtig sehe. Lass mich das mal ansehen hier. Wir müssen mit dem
Da mal entlang. Da wäre wieder ein Reittier ganz nice. Bald mal an, zu dem Lagerfeuer zumindest. Von dem Lagerfeuer aus können wir dann auch schneller reisen. Das ist dann schon wertvoll. Königliche Maislande verlassen, genau. Die kennen wir ja auch schon. Da biegen wir hinauf ab. Aha, ein Jäger. Ah, jetzt spaltet sich's. Oder jetzt teilt sich's, die Straße. Also ich gehe mal nach links und dann rechts. Was haben wir hier? Stürmer. Stürmer könnten wir ja hacken, oder? Ah, sie. Könnte mal machbar sein. Kleine Änderung. Kann ich denn jetzt reiten? Ja, kann ich. Cool. Und damit haben wir ein Reittier. Gucken wir noch ganz kurz, wo müssen wir hin? Eh nach rechts, okay. Wieder da hinaus. Ah, das Lagerfeuer haben wir schon erwischt. Perfekt. Hinter uns. Der ist schon mal weg. Grauhaarwichte heißen die. Gewesen sein. Tut gut, aus der Stadt weg zu sein. Sehr nice. Fliegende Teufelchen. Also besser als gedacht. Mit unserem ganzen neuen Arsenal ist das schon richtig fein.
Du bist besser im Jagen als ich. Ich werde malen, solange ihre Geister noch da sind. Es werden wohl noch mehr kommen. Ja, es kommen immer neue Maschinen. Ihre Geister finden neue Körper, doch wir leben nur als Erinnerung weiter. Und deshalb auch die Malerei. Ein Denkmal für unsere Schamanen. Für die Weisheit, die die Kaja uns nahmen. Das Maschinenöl macht die Farbe haltbar. Und so erhalten wir auch die Erinnerung an sie. Ich danke dir, Jägerin. Schön gesprochen. Schön gesprochen. Was ist da vorne? Da vorne ist was Schönes für uns. Eine Metallblume. Du bist auch keine gewöhnliche Blume. Da unten ist unser Stürmer. Dann werden wir uns jetzt zum Seeschrein begeben. Aber nicht der von Twilight Princess, nein, nein. Sondern der, ja, hier bei Horizon Zero Dawn. Sollten wir irgendwann mal den Turm besteigen? Ich denke schon, gell? Falls es möglich ist überhaupt. Also ich kann ihn auf gelbe Dinge raufklettern. Komm, mein Stürmlein. Wir schaffen das. Hopp, hopp. Können wir schon von Reittieren herab? Ich denke schon, gell? Falls das möglich ist. Seltenes Teil. Grauhabicht, haben wir die schon mal gesehen? Sind das die normalen Flieger oder gibt es von den Fliegern mehrere? Bin mir selbst jetzt nicht sicher. Erledige dich nach Neulas. Das schaffen wir. Wie schnell für eine Schwäche? Hinten, Feuer und Brecher, okay. Hinten können wir sie brechen. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Sind wir wieder. Wir waren nie weg. Den hat's ganz schön weit reingeworfen. Als Kind ging mir das irgendwie leichter. Was?
Nachmäuler zu töten? Das glaube ich nicht. Hey, die Forelle hat Fischgräten für uns. Nice. Fischgräten brauchen wir später sowieso. Für irgendeine Erweiterung eines Beutels. Schauen wir, ob das schon reicht. Das wäre ja cool. Ja, es reicht für diverse Dinge. Rastl-Munitionsbeutel, der wäre schon cool, wenn wir da noch mehr hätten. Fischgräte. Yes, Fischhaut brauchen wir als nächstes. Wenn ich gerade überlege, wie viel kann... 125. Ach. Nice. Hallo, liebe... was auch immer. Als wir bei der Befreiung den Käfigen entkamen, lief ich über diese Lichtung und dachte, sie sei hinter mir. Ich lief weiter, aber sie blieb hier. Danke, dass ich durch dich zurückkehren konnte. Ich will nicht drängeln, aber sicher ist es hier nicht. Ich verstehe. Ich tat das schon mal in Wachträumen. Im Teich finde ich ein Armband mit Samen, das sie verlor. Die Samen sind frei, keimen auf, alles wächst. Die Erinnerung an sie geht in den Dschungel über. Ich will ihr sagen, dass ich hier starb und zur Fremden im eigenen Land wurde. Und dass sie noch lebt mit jeder Aussaat, jedem Regen, jeder Ernte. Was ist das? Da! Ihr Armband! Und ich dachte, sie sei hinter mir. Doch es ist nur mein Spiegelbild. Willst du allein sein? Zum ersten Mal bin ich's. Wow, sehr hochgestochen das Ganze. Kehre zum traurigen Naman zurück, das machen wir jetzt. Nur, wie kommen wir da schnell hin? Ich glaube, schnell geht mal gar nicht, wie es ausschaut. Also zumindest nicht schnell ganz in die Nähe. Oder zumindest in die Nähe. Das ist so cool, wenn die für mich in eure Spiele da. Das ist cool. Aber Hellebarden sind es eigentlich. So, wie mache ich das? So, ich folge einfach dem Pfeil. Der wird es mir schon richtig zeigen. Ja. Kenne ich mich wieder aus. Jede andere Stadt, jedes andere Dorf. Die Stadt ist riesig, gefühlt. Aha, da drüben ist er jetzt. Tatkräftige Abenteurer! Vorzugsweise ohne Freund und Familie! Keine Bedingung! Oh, schöne Aussicht hier. Du bist zum Tempel zurückgekehrt. Ich wurde eingeladen. Die Priester wollten hören, was ich über die Versöhnung mit anderen Stämmen zu sagen habe. Sie hören zu. Das ist zumindest ein Anfang. Der Weg vom Hören zum Tun ist weit. Wegen unserer Taten? Deiner Taten. Für die Trauernden. Es hat ihnen wohl geholfen. Du hast den Weg gezeigt. Die Reise bestimmen sie selbst. So ist das mit Priestern. Brot würde dir auch gut stehen. Nein, danke. Außerdem... nimmt dein Tempel keine Frauen auf? Es wäre eine Bereicherung. Geh im Licht, Kind. Und die Sonne leite dich. Danke, Naman. Wo ich hingehe, kann ich vermutlich jedes Licht gebrauchen. So ist es. Ehre den Gefallenen. Abgeschlossen. Sie sehen da direkt auf den coolen Turm hin. Das ist mega. Wir haben jetzt übrigens auch das erste Mal in dieser Episode tatsächlich mal den Doppelschuss eingespannt. Das ist schon mal ganz nice. Wir haben übrigens Fertigkeitspunkte 2 Stück und können beim nächsten Fertigkeitspunkt direkt auf den Dreifachschuss wechseln. Auf den freue ich mich ja schon richtig. Jo, und bis zur nächsten Episode, der Cut.